Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Eine neue Folge Mass Effect. Wir sind John Shepard, ich bin der Captain und wir haben eine Menge zu tun hier auf Feroz. Also wollen wir uns einfach mal direkt drauf losstürzen. Reinstürzen, immer kopfüber voran, bis es wehtut. Und da hinten ist eine Tür, durch die gehen wir einfach mal durch. Jödele. Hier ist ja einiges los. Also, das Gate-Schiff versorgt das Kraftfeld mit Strom. Wir müssen das Kraftfeld ausschalten. Für mein Verständnis würde das heißen, wir schießen das Schiff runter. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Kroganischer Commander. Na dann. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Vorsicht. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. Entsichert und geladen. Vorsicht! Das war mal effektiv, Liara. Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist. Was? Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Antworten. An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Okay, weiter. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Aha. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Aha. Schweinehunde, die haben Tests gemacht. Schweinepack. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Sie sollten Joker kontaktieren. Ja. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Zeus Hope. Ach was. Ganz meine Meinung, erzählen Sie mir was über das Feld. Kann die mir was? Frage ich jetzt den Computer oder frage ich Liara? VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Okay, dann nimm auf die harte Tour. Wir müssen dieses Schiff finden. Gehen wir. Schalten auf Standby-Modus. Gut, okay, wir haben Informationen. Kroganer fort. Der Torianer hat alle... Okay, also dann. Waffen raus, Leute. Vorbereiten. Wenn er lädt, ist nie ein gutes Zeichen. Und da kommen sie schon. Können wir noch speichern? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wo sind sie denn?
Die Geht müssen ihr Schiff mit diesen Klauen an der Seite des Gebäudes verankert haben. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Können wir das Schiff entfernen? Vielleicht finden wir ja eine Schwachstelle in einem der anderen Greifer, die wir nutzen können. Okay, er will mir damit sagen, hier können wir nichts machen, richtig? Dieses Gebäude scheint den Geht wichtig zu sein. Könnte es für sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Ich hab keine. Warum sollte ein Androide Ressourcen für sowas verschwenden? Das ist eine gute Frage. Okay, wir gehen erstmal weiter. Was? Was ist denn das? Achso. Okay, hier hat's Ärger gegeben. Oh nein, hier gibt's auch wieder Ärger. Ah, na sieh mal an. Liara, mach das. Sehr schön. Haha. Ach nein, das ist ja Garrus. Oh. Sorry, ich dachte gerade, die hätte den Geta reinschweben lassen. Dabei hat es irgendwie Garrus erwischt. Oh Mann, oh. Die sind gerade einfach hier durchgegangen, ne? Die kleinen Schweine. Vielleicht sollte ich einfach mal kurz speicheln. Okay, wo gehen wir denn jetzt lang? Hier gehen wir nicht, oder hier? Da geht's nur nach oben. Na gut. Mitkommen. Ah, hier geht's auch nicht weiter runter, oder? Nee. Alles klar. Wir können nur nach oben. Und hier gibt's schon wieder Ärger. Aber wo? Ha. Gute Frage. Hier ist falsch. Nein. Hahaha. Schrotflinte, schwere. Oh, mittelschwere Rüstung. Krogana-Rüstung. Nehmen wir alles mit. Oh. Da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Wir sind immer noch blockiert. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Mist. Was haben wir hier Schönes? Ach ja, ist das ja das Ding, wo wir die Daten klauen? Ja! So, wir befürchten, dass die Proben entkommen sind. Aha. Aha. Da ist auch schon wieder. Aha, Geheimnisse. Schweinevolk. Und was nun? Ja, das sieht alles ein bisschen. An dem Ding kann ich auch nichts machen, ne? Ne. Ich fürchte, wir haben nicht das richtige Werkzeug, um diesen Greifer zu zerstören. Wir werden weitersuchen. Och, Mädel. Mach doch mal ein bisschen hier.
Mist. Mist. Mach doch mal ein bisschen Biotik-Zauber. Na, wo seid ihr denn? Sie scheinen sich hier so eine Art Quarantänestation eingerichtet zu haben. Okay. Könnte helfen. Wenn wir nur einen der Greifer entfernen können, fällt das Schiff. Okay, aber welchen Greifer entfernen wir denn jetzt? Und wie? Und vor allem, wo? Machen wir erstmal die Kiste auf. Na. Nein. Ah, nein. Ah, scheiße, ich habe keine Zeit mehr. Serverknoten. Ah, Türsteuerung, Shuttle Dock. Okay. Haha. Private Log-Einträge von Dr. Gamorle. Gamorle. Ich traue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Ah, okay. Gegenmittel. Es wird ja immer interessanter hier. Sie haben in der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Ah, okay. Also muss ich irgendwie die Tür auf 31 bis 34 einstellen und dann packen wir damit den Landearm ab, richtig? So würde ich das verstehen. Also suchen wir mal weiter. Komm, komm, komm. Pistolen, Sturmgewehre. Raptor, Laser, Laser, Laser. Ich hab ein Lasergewehr, ne? Hier können wir nichts machen, weil wir nicht springen können. Gut. Also, können wir hier... Nee. Hier können wir die Bucht nicht reparieren. Ach da, Ventil einstellen. 13, 11, 17. Ach, wieder so ein Rätsel. Und 13, 24. Jetzt haben wir 17. Jetzt haben wir 28. Jetzt haben wir 31. Hallo? Muss ich alle einstellen? Das geht ja gar nicht. Da komme ich ja auf eine immens hohe Zahl. Ach so, ich muss genau... Hä? Blöd oder was? Okay. Ich brauche 31 bis 34, richtig? Richtig. Was heißt, ich habe 17, ich habe 28 und 5. 17, 28 und 5.
Und einfach mal drauf drücken. Da geht es hin. Gut gemacht. Unser Weg nach draußen sollte jetzt frei sein. Wir können uns nun um das Torianer-Problem kümmern. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Es könnten noch ein paar Geth im Inneren der Basis sein. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Komm, Commander, reden Sie mit mir. Jo, wir sind da. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Beschützen Sie das Schiff um jeden Preis. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. Gut. Also dann, los geht's. Hier wird es gleich vor Geth wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Ja, wir müssen den Weg wieder zurück, den wir gekommen sind. Das heißt, Treppe rauf, Treppe rauf. Los, kommt schon, Leute. Didit. Vielleicht speichere ich mal kurz. Map. So, die Tür war ja jetzt offen, nicht wahr? Nicht wahr? Die Tür war hier. Aha. Na also. Wir sollten von hier verschwinden. Ich glaube, dieser Ort ist nicht sicher. Dilisbeth. Sie haben mich angelogen. Gleich. Ich brauche Antworten. Sie wussten mehr über den Torianer, als Sie vorgaben. Ich hatte Angst. Ich wollte die Tests stoppen, aber sie drohten mir, ich wäre als Nächste dran. Als die Geth angriffen, blieb ich zurück, um eine Nachricht ans Kolonialbüro zu schicken. Ich habe ihnen zu sagen versucht, wo sie den Torianer finden können, aber der Strom fiel aus, bevor ich die Nachricht abschicken konnte. Ich wollte niemals, dass das passiert. Soll ich dir das glauben? Soll ich dir das glauben? Na gut. Wo ist der Torianer? Der Torianer ist unter Zeus Hope, aber der Eingang ist versperrt. Die Kolonisten haben ihn mit dem Frachter verdeckt, kurz bevor die Geth angriffen. Okay. Kluge Entscheidung. Aber was wollen die Geth von dem Torianer? Was würde Saren von ihm wollen? Nun, er hat einmalige Fähigkeiten zur Gedankenkontrolle. Das war es, was Exogeny interessiert hat. Normandy an Landetrupp, kommen Sie rein. Jo. Was ist, Joker? Wir bekommen hier eine Menge Geth-Geschwätz. Sie sind scheinbar in Ihre Richtung unterwegs. Okay. Danke für die Vorwarnung, Joker. Sie haben den Mann gehört. Lasst uns verschwinden. Ich komme mit Ihnen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, das Chaos entwirren, das ich angezettelt habe. Ja, das sehen wir dann. Gut. Also dann, zurück zur Normandy. Ach nee, erstmal nach Zeus Hope. Wir müssen ja dieses komische... Moment mal. Hier. Warte, wie ist die Mission? Sie haben erfahren, dass ein Salat, der Saren hat die... mit den Flüchtlingen sprechen. Okay, dann zurück nach... Zeus Hope. Da ist unser Marco. Dann fahren wir mal schnell zurück.
Gut, weiterfahren, Gassen. Okay. Ah, kommen wir eigentlich ganz gut durch. Zack, und runtergefallen. Was? Irgendjemand! Hört mich irgendjemand! Gehen Sie von dem Funkgerät weg! Worum ging es denn da? Hier ist Juliana Bainham von der Pharos-Kolonie. Bitte helfen Sie uns. Das ist meine Mutter! Stopp! Halten Sie an! Okay. Mädel. Los. Jetzt knallen wir erstmal hier den blöden Profitgeier weg. Was ist hier los? Das können Sie nicht machen, John. Alle mal ruhig. Ich muss nachdenken. Was ist los? Damit kommen Sie nicht durch. Raus mit ihr! Weg von ihr, Sie Dreckskerl! Lisbeth! Verdammt! Kommen Sie raus, damit ich Sie sehen kann! Sie alle! Ha, Shepard! Verdammt! Ich hätte nicht darauf hoffen sollen, dass die Gates Sie töten würden. Hä? Ich habe in der Exogeny-Datenbank einige interessante Dinge über sie gefunden. Ich weiß, was auf Akuse passiert ist. Es muss hier nicht ebenso enden. Ach ja, lassen Sie sie gehen. Was haben Sie vor, John? Die Kommunikation steht wieder. Exogeny will, dass hier alles gereinigt wird. Aha. Dies ist eine Menschenkolonie, John. Sie können sie nicht einfach ummodeln. Es geht nicht nur um Sie. Hier gibt es etwas, das viel wertvoller ist als einige Kolonisten. Aha. Das ist doch beides das Gleiche. Ach so, ja, es kommt drauf an, wie ich ihm das sage. Wertvoller ist als einige Kolonisten. Spezies 37. Der Torianer. Ach komm, ich kack den mal an. Wollen Sie ihnen von dem Torianer erzählen oder soll ich es tun? Dem was? Das ist eine telepathische Lebensform, die unter Sus Hope lebt. Sie übernimmt die Kontrolle über die Kolonisten hier. Exogeny weiß es schon die ganze Zeit. Damit kommen Sie nicht durch, John. Das sagen Sie. Aber ein paar Kolonisten wird niemand vermissen. Wieso kann ich denn hier keine Entscheidung fällen? Ich mach dem jetzt ein Ende. Ich lasse nicht zu, dass Sie diesen Leuten noch länger schaden. Lassen Sie die Waffe fallen oder es passiert was. Dann mal los! Wenn es denn so sein muss. Okay, alles klar. So. Irgendwelche Probleme? Als ob wir nicht genug Probleme hätten. Jetzt schießen wir uns schon gegenseitig in den Rücken. Nee, das war mein Kopf. Das war mein Fehler. Ich wusste, was los ist und habe nichts unternommen. Schon gut. Du leistest gute Arbeit und das weißt du. Was jetzt, Commander? Tja, keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich erst um den Torianer und danach um ihre Sicherheit. Die Kolonisten lassen sie nicht zum Torianer. Sie werden zuerst sterben. Sie stehen unter seiner Kontrolle. Tja, das lässt sich nicht ändern. Tut mir leid. Was soll ich denn sonst machen? Es muss einen anderen Weg geben. Ich glaube, den gibt es.
Ich denke, sie könnten die Kolonisten mit einem Nervengas neutralisieren. Ah. Wie mit einer Gasgranate. Okay. Gut, dann machen wir das so. Da muss ich wenigstens nicht alle töten. Klingt gut. Ich werde tun, was ich kann. Exzellent. Vielen Dank, Commander. Statten Sie Ihre Granaten mit dem Antitorianer Gas-Upgrade aus. Damit können Sie die Kolonisten ausschalten, ohne sie zu töten. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere, bis der Weg frei ist. Viel Glück. Granaten? Antitorianer Gas. Okay. Gut. Ausgerüstet. So, dann sind wir ja erstmal wieder gewappnet, machen uns auf den Weg nach Zeus Hope und wenn wir dort ankommen und es gegen den Torianern geht, das sehen wir in der nächsten Folge. Also bis dahin.